Ja, und heute bin ich in Bonn bei dem, ich sag's jetzt wirklich mal so, journalistischen Urgestein Meinhard Graf Neihaus. Herzlichen Dank, dass Sie mich empfangen. Ja, Sehr ich schön. freue mich, dass Sie gekommen sind. Das ist sehr nett. Und zugleich die Frage: Ich bin mit 55 jetzt schon des Öfteren ein bisschen müde. Ja? Und bei Ihnen habe ich aber den Eindruck, dass Sie absolut auf der Höhe Ihrer Leistungskraft sind. Wie machen Sie das? Das wäre schön. Ich bin schon mindestens seit 20 Jahren von Altersmüdigkeit geplagt, möchte am liebsten nach dem Aufstehen zurück ins Bett. Und mir hat das mal Frau Genscher gesagt, das wollen wir doch alle. Also wir sind in guter Gesellschaft. Ich lese auch erst im Bett morgens die Zeitung, weil ich auf dem Standpunkt stehe, ob ich sie am Schreibtisch lese oder im Bett, no difference. Also leiste ich mir das und sehe zu, dass ich um 11 am Schreibtisch bin. Sie müssen also nicht ins Büro. Nein, und das habe ich schon seit 30 oder 40 Jahren bin ich nicht mehr in ein Redaktionsbüro gegangen, habe also, was heute viel diskutiert wird, Homeoffice gemacht und bin also ein starker Anhänger dieses Prinzips, Homeoffice. Das verstehe ich sehr gut. Ja, da hat man wenigstens dann mal bei der Arbeit seine Ruhe. Ja, aber nochmal, um das abzurunden. Wichtig sind zwei Dinge, dass Sie als Printjournalist einen festen Platz im Blatt haben, also sich nicht darum kümmern, ob das, was Sie schreiben, auch platziert wird, und dass Sie technisch immer auf dem höchsten Stand sind. Was war Ihre journalistische Philosophie? Hatten Sie eine politische Haltung, die Sie verbreiten wollten oder unter die Leute Nein. bringen wollten? Oder was war Ihr Ziel als Journalist? Ich war immer nur interessiert, gute Stories zu bringen. Und egal, ob es der SPD wehtat, der CDU oder den Freien Demokraten, das spielte keine Rolle. Ja. Wodurch haben Sie sich dann leiten lassen? Also, Sie haben quasi versucht, Missstände aufzudecken, aber nicht in einem Gesinnungssinn. Also, Nein, Sie haben also keinen Gesinnungsjournalismus betrieben. sozusagen als wie ein Fischer, der sich freut, wenn er im Netz einen besonders großen Fang gemacht hat. Ja? Die Chefredakteure oder sogar Zeitungsverleger freuen sich natürlich, wenn ihr Blatt zusätzliche Aufmerksamkeit bekommt durch so eine Enthüllungsgeschichte. Ja? Ja. Wie sind Sie denn den 68ern begegnet? Also das wurde ja dann ziemlich umgekrempelt. Auch der Journalismus hat da ganz andere Richtungen eingeschlagen. Wie hat es auf Sie gewirkt? Ja, also ich habe jemand wie Joschka Fischer, der sich in Turnschuhen da zur Vereidigung begibt, den habe ich nicht ernst genommen und bin dann später ja auch in meiner Beobachtung bestätigt worden. Sehr bald dann in Berlin trug er schon den schwarzen Dreireiher und wohnte dann in Berlin-Dahlem im vornehmsten Viertel. Also ein bisschen denke ich auch an Joschka Fischer und seinen Wandel. Das ist vielleicht auch, sollte er gewählt werden, Gott verhüte es, Trump, dass der sich auch wandeln wird, wenn er erstmal wirklich im Amt ist. Der muss ja bis zur Wahl erstmal auf die Kacke hauen. Ja, Ja. das ist schon klar. Ja, aber ich habe jetzt in einem Interview gehört, ein sehr netter Interview, ich glaube, es war der Bayerische Rundfunk, Bayern 2, da wurde Ihnen zum Vorwurf gemacht, dass Sie für die Bild-Zeitung Kolumnen geschrieben hätten, jahrzehntelang. Und da schwang so ein bisschen mit bei dem Interview, also als Vorwurf, ja, wie kann man denn für die Bild-Zeitung geschrieben haben? Ja, also die Frage habe ich öfters gestellt bekommen. Darauf kann ich nur antworten. Als schreibender Mensch ist man natürlich sehr interessiert, ein möglichst breites Leserpublikum zu finden. Und das konnte mir die Bild-Zeitung bieten. Also insofern hatte ich da keine Hemmung. Aber Helmut Kohl hat ja in seiner Autobiografie, ich weiß nicht genau wo, hat er sich ja mal recht abfällig über Sie geäußert, aber trotzdem durften Sie immer mit. Richtig, Ja. aber Sie sprechen jetzt an diese
Biografie, die von dem Kollegen Schwan in so und so vielen Interviews im Keller bei Kohl gemacht wurde. Und in dieser Biografie nennt er mich ein Großverderber in Wort und Ton und insgesamt eine jämmerliche Figur. Und, Verzeihung, ja. Und die andere Seite war, ich war mehrmals bei ihm zu Hause allein zu Gast. Ja. Ich hatte ein Interview mit ihm an einem Sonntag im Spaziergang im Pfälzer Wald, ohne Bodyguards. Und nach einer langen Auslandsreise nach Australien, Neuseeland, bei der Verabschiedung zu Hause hier, sagte er, Sie waren ein besonders angenehmer Gast. Also Berg- und Talfahrt. Absolut. Ja. Und das musste man vorher schon wissen, Liftboy mal oben bei Kohl, mal unten. Ja. Aber inzwischen ist es einfach wirklich seinen Sturz und den Schäden im Kopf. Das muss man so sehen und darf man nicht ernst und tragisch nehmen. Waren das andere Politiker als die, die wir, mit denen wir es heute zu tun haben? Ja, natürlich waren das andere Politiker. Und sie waren einfach durchsetzungsfähiger, kräftiger. Und diese Politiker und Journalisten verband auch das gemeinsame Erleben der schweren Kriegszeit und der Nachkriegszeit. Also da war es schon so fast auf einem Level, wo man verkehrte und respektiert wurde. Aber um nochmal auf die Politiker zurückzukommen, meine These ist ja, dass die Politiker deshalb bei uns oder bei dem Zuschauer es schlecht abschneiden, weil sie im Grunde genommen gar keine große Gestaltungsmöglichkeit mehr haben. Da müsste ich länger als unser Interview dauert drüber nachdenken. Aber die Herausforderung zum Beispiel, die wir jetzt haben mit den Flüchtlingen, die Eingliederung, ist ja auch eine große Aufgabe. Sind Sie optimistisch in Bezug auf die Flüchtlingskrise? Glauben Sie, dass das tatsächlich zu bewältigen sein wird, so wie wir uns das wünschen? Ja, glaube ich doch einfach, dass wir werden dazu gezwungen, es zu bewältigen. Und Merkel macht das gut. Gut, es gibt den Vorwurf, dass sie, als sie die Grenzen damals am Anfang von Griechenland öffnen ließ, hätte sie sich angeblich nicht vorher beraten lassen. Also, wir schaffen das. Herzlichen Dank. Bitte.